Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kurze Runde Flohmarktfunde. Und es war heute ein richtig cooler Flohmarkt, der überhaupt nicht überlaufen war. Und ich bin tiefenentspannt über diesen Flohmarkt gegangen und habe wahnsinnig viele Sachen gefunden. Es war ein wunderbarer Flohmarkt, weil ich habe Ponys gefunden. Und nur ein Flohmarkt, wo ich wirklich alte Ponys finde, ist für mich ein Highlight-Flohmarkt. Und das war der auf jeden Fall. Aber ich habe auch noch andere Sachen gefunden. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich die gefunden habe. Ich habe auch sogar Sachen weggegeben, weil es mir egal war. Naja, egal. Ich will es nicht zu lange machen. Ich fange direkt mal an. Und zwar, mein erster Fund war eine Regina Regenbogen-Kassette. Und zwar die Folge 18. Folge 18 für 50 Cent. Sehr niedlich. Dann ging es weiter und dann habe ich, ja, es ist kein Pony, aber ich fand den irgendwie so niedlich. Und zwar ist das der Sven von Frozen. Den musste ich mitnehmen. Der guckt so schön. Ich muss mal schauen. Ich werde hier sowieso mal irgendwie umräumen müssen, weil ich so wenig Platz habe. Und ich sortiere ja auch schon seit einer Weile aus. Deshalb, ich muss mal gucken, wo ich den dann am besten platzieren kann. 2 € hat der gekostet und das ist auch völlig in Ordnung. Dann bin ich weitergegangen und soll ich euch das highlighten? Na, ich zeige euch die Ponys später. Ich überspringe sozusagen diesen Stand. Bei einer Dame, bei der ich schon häufiger was gekauft habe, auch mal eine Regina Regenbogenpuppe ohne Kleidung. Ich glaube, das war Nina Nachtigall, meine ich. Ja. Habe ich noch diese zwei kleinen Mini-Sternwichte gekauft. Diese beiden hier von 1983. Ich meine, ich hätte 83 darauf gelesen. Ja, genau. Sehr süß habe ich mitgenommen, weil ich habe diese kleinen noch gar nicht. Und die wollte zusammen, ich glaube, die wollte pro Stück erst 6 €, meinte, bei eBay werden die ja so teuer gehandelt. Ich habe keine Ahnung davon, ich habe die noch nicht. Ich wollte die sowieso nur für meine Sammlung haben. Und deshalb, die hat mir die dann für 10 € überlassen und die werden auf jeden Fall hier bleiben und auch einen schönen Platz finden. Dann ein bisschen weiter habe ich das hier gefunden. Und zwar einen braunen Wauzi. Komisch. Seit dem letzten Jahr finde ich unheimlich viele von diesen Wauzis. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Die sind hier überall in dem Raum, den ihr ja nicht komplett sehen könnt, verteilt an verschiedenen Ecken und Stellen. Und die Großen mit dem Opa zusammen, die warten noch darauf, dass sie mal irgendwann einen Platz bekommen. Den braunen habe ich noch nicht. Der hat 1 € gekostet. Und ich freue mich, dass ich jetzt auch einmal einen in der Farbe habe. So, weiter ging es an einem Stand. Da habe ich ein paar Xbox-Spiele gekauft. Das war ein sehr netter junger Mann. Und zwar fand ich das sehr sympathisch. Der hat einen Teil seiner Sammlung aufgelöst, weil er seine Freundin heiraten möchte und die ein bisschen Geld für die Hochzeit zusammen kriegen möchten. Und ja, Hochzeiten sind wirklich sehr, sehr teuer. Und deshalb habe ich da auch nicht wirklich viel gehandelt. Und eigentlich hätte ich für den Preis niemals Xbox-Spiele auf dem Flohmarkt gekauft. Aber egal, ich habe die für den Thorsten mitgenommen. Und ich zeige die euch erstmal. Einmal hier, Herr der Ringe. Und dann Rain of Fire, die Herrschaft des Feuers, genau. Dann Area 51. Und hier so eine Doppelbox, glaube ich. Ja, genau. Von Grand Theft Auto. Irgend so ein Autorennspiel, glaube ich. Ja. Ich habe für diese 4 Spiele zusammen 25 € bezahlt. Das nächste, was ich gekauft habe, war an einem Stand. Da waren eigentlich nur so Mädchensachen. Da war eine Mutter und das Mädchen habe ich aber nicht gesehen. Da lag mittendrin einfach diese Figur hier. Passte überhaupt nicht zu diesem ganzen Rosa und Plüsch und Babyspielzeug. Den habe ich für 1 € mitgenommen. Und der ist eigentlich ganz cool, clawful, weil diese Kralle, diese Schere, dieser Mechanismus auch noch funktioniert. Genau, den habe ich zwar schon, aber ich muss mal gucken, ob bei mir auch dieses Ding hier funktioniert. Genau. Dann ging es ein bisschen weiter. Dann kam ein richtig cooler Stand. Da habe ich jede Menge Sachen gekauft. Das erste war diese Playmobil-Kassette. Ich glaube, das ist die erste oder zweite, die ich überhaupt auf dem Flohmarkt gefunden habe. Die hatte ich als Kind mal. Angriff auf Fort Randall. Und dann habe ich mir aus so diversen Tüten so ein paar kleinere Figürchen rausgesucht. Hier ist eine Figur von Captain Baloo. Und hier, das dürften nochmal diese Z-Bots sein von Micro Machines. Der hier auch. Ich glaube, ich fürchte, dass ich davon jetzt eine kleine Sammlung bekommen werde. Nun ja, egal. Dann habe ich hier noch diese Kassetten mitgenommen für einen Camcorder. Die sind auch noch verschweißt.
Die gab es eigentlich zu verschenken, in so einer Zu-Verschenken-Kiste. Aber ich habe die einfach dann dazu gepackt, weil ich habe noch ein paar andere Sachen mitgenommen. Also das ist alles von einem Stand, von einem sehr, sehr netten Herrn, mit dem ich viele nette Sachen besprochen habe. Diesen Beutel habe ich noch mitgenommen. Und ihr könnt es sehen, es sind Dino Riders. Fand ich ganz cool. Da sind erstmal so diverse Püppchen drin. Ups. Ich habe noch gar keine von diesen Püppchen. Ah, der Kater kratzt an der Treppe. Wie schön. Der hier ist, glaube ich, ganz cool, dieser Säbelzahntiger. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es auch Säbelzahntiger von den Dino Riders gibt. Hier ist so ein Neandertaler, glaube ich. Ein bisschen einen komischen Kopf, ne? Naja, egal. Was haben wir noch? Da war noch so eine Figur dabei. Aber als ich sie gesehen habe, habe ich mich wieder daran erinnert, die hatte mein Cousin auch hier mit diesen Augen an den Seiten. Hat ein bisschen was von so einem Hai. Ja, genau. Den hier habe ich ja schon. Aber gut, das war in diesem Set drin, ne? Dieser. Dann, das gehört scheinbar auch irgendwie dazu. Ich weiß allerdings noch nicht ganz genau. Und dann halt solche diversen Heftchen. Ah, daran kann ich mich noch erinnern, dass es diese Heftchen gab. Ja, hatte ich aber selber ja nicht. Wir hatten keine Dino Riders, glaube ich. Ich weiß nicht, ob mein Bruder die hatte. Ich glaube nicht. Aber finde ich gut. Ist zwar ein bisschen verbeult, aber alles nicht schlimm. Kriegt man alles hin. Genau, und der hatte auch noch wohl vorher an jemand anderen eine ganze Kiste mit Masters-Figuren und wahrscheinlich irgendwelche Masters-Sachen verkauft. Auf dem Tisch war aber noch so ein Beutel, der war ungefähr so wie der hier und war prall gefüllt mit so Resten. Da waren irgendwie Köpfe von Mutefiguren und Arme und Beine und keine Ahnung. Manche Sachen sahen auch ziemlich angefressen oder angebrannt aus. Habe ich gedacht, ach komm, nimmst du wenigstens das mit. Ich hatte ein bisschen rumgeguckt, ob da irgendetwas, vielleicht auch ein Zubehör dabei war. Aber ich habe gedacht, bevor ich gar nichts finde, nehme ich einfach mal diesen Beutel mit, wenn er natürlich nicht zu teuer ist, weil mit Ersatzteilen. Ich bin keine Moto-Bastlerin, deshalb, naja, egal. Also für diese ganzen Sachen, für die Dino Riders, die Figuren und für die Kassette und diesen Beutel hätte ich 10 Euro bezahlt. Ich habe auch diese 10 Euro bezahlt, aber dann. Als ich das gekauft hatte, kam der Herr zurück, offensichtlich, der diese Kiste mit den Motorsachen gekauft hatte und meinte, oh, er hätte diesen Beutel sonst gerne noch mitgenommen und ich habe keine Ahnung warum. Er meinte, er bastelt mit diesen Figuren und dann habe ich mir überlegt, naja gut, du würdest damit eh nichts anfangen, also es wahrscheinlich auch irgendwann, da war ja nichts drin, weitergeben an irgendwen. Und dann habe ich es ihm für 3 Euro, also das war das, was der Verkäufer auch haben wollte, einfach weitergegeben. Der wollte mir dann 5 Euro geben und da habe ich gedacht, nee, komm, das kannst du ja nicht machen vor so einem Verkäufer, aber hätte ich auch nicht gemacht. Also für mich war das sowieso uninteressant. Deshalb, wenn er damit rumbasteln kann, dann ist das ja schön. So, ich muss mich ein bisschen beeilen, ansonsten wird das nämlich keine kurze Runde, sondern eine lange Runde Flohmarkt-Video. Dann habe ich noch eine Polly Pocket-Dose gefunden. Die habe ich, glaube ich, noch nie auf dem Flohmarkt gefunden mit so einem Kettchen. Da ist auch noch eine Figur drin. Ich glaube auch sogar die richtige Figur. Also zumindest sieht sie aus, als wäre es die richtige Figur. Ein sehr schönes Schälchen. Genau das Richtige für Mädchen. Ja, sehr, sehr schön. Habe ich auch für 5 Euro mitgenommen. Kein Schnäppchen, aber ich glaube, das macht sich gut bei meiner Weihnachtsdose, zumindest in der Vitrine. So, und jetzt kommen wir zu meinem, ich mache erstmal ein bisschen Platz, Highlight des Tages. Und zwar waren das die Ponys. Und die habe ich relativ nach einer halben Stunde oder so schon gefunden. Das war ein Mädchen, was die verkauft hat. Und die standen alle so schön aneinandergereiht, also der größte Teil davon, auf dem Tisch. Und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Da müssen doch Fakes dabei sein. Kein einziges Fake. Das waren alles nur Originale von ihrer Mutter. Und ich zeige die euch mal im Schnelldurchlauf, weil nicht alle die sehen möchten. Einmal das hier. Und ja, die sind natürlich jetzt strubbelig, lagen wahrscheinlich da auch in einer Kiste. Dann haben wir hier das Pony. Auch sehr schön. Ah, das hier. Wunderbar. Ich mag dieses Pony. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal. So wie dieses Dancing Butterflies. Ich liebe diese Pose. Die ist echt super. Gut, das ist hier ein Pony, das ja auch jeder kennt. Pfirsichblüte. Dann haben wir noch dieses Pony. Hat auch diese schicken 90er-Jahre-Farben.
Ist aber, glaube ich, Ende 80er. Aber egal. Läutete schon die bunten Farben der 90er ein. Und dann haben wir hier noch diesen hier mit einem wunderschönen Schweif, allerdings mit einem Haarschnitt. Gott, so viele Ponys. Jetzt kommen noch ein paar kleine. Ein kleines Säuglingspony. Und Baby Kirschblüte in einem absolut tadellosen Zustand. Sehr, sehr schön. Und das letzte Pony. Das habe ich auch nur in einem nicht ganz so guten Zustand in der Vitrine stehen. Und ich denke, dass die meisten davon werden sowieso bei mir bleiben. Ja, wunderbar. Für all diese Ponys, also sie wollte für die großen Ponys 3 Euro haben und für die kleinen Babyponys je 2 Euro das Stück. Das habe ich ihr auch gegeben. Sie hat dann irgendwie 30 Euro ausgerechnet und das habe ich ihr dann gerne gegeben. Und ja, habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil so viele Ponys habe ich schon lange nicht mehr auf einem Haufen gefunden. Das war richtig cool. Ja. So. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr liked, kommentiert, abonniert den Kanal vielleicht, wenn euch die Videos gefallen. Und wir sehen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!